Thorsten hier. Früh am Morgen, 5 Uhr, minus 4 Grad. Dunkel, logischerweise zu dieser Jahreszeit, um diese Uhrzeit, werde ich heute mal hier ganz in der Nähe schauen, ob ich den Waldkauz noch weiter lokalisieren kann. Ich habe den schon oft hier gehört. Zudem sind hier Rehe unterwegs. Ab und zu mal ein Feldhase und ich habe hier auch schon den Fuchs gesehen. Dann werde ich mich ja mal jetzt auf den Weg machen und nehme euch einfach mit, halte euch auf den Laufenden. Vielleicht sehen wir uns aber erst, wenn es dann tatsächlich hell ist. Und das wird erst in 2 Stunden. Dann, bis gleich. Ich bin jetzt schon ein Weilchen unterwegs. Es dämmert schon. Waldkauz habe ich leider nicht gehört. Ich glaube auch nicht, dass ich den heute noch hören werde. Die Vögel wachen langsam auf. Und ich habe schon ein Reh verscheucht. Aber der Boden ist ja gefroren. Da kann man sich nicht wirklich leise bewegen. Obwohl ich relativ, ja, gefühlt schon ruhig gelaufen bin, aber man macht eben doch Krach. Ich werde jetzt hier mal noch ein bisschen warten und mal schauen, was ich hier höre oder sehe. Der Wald ist erwacht. Die Sonne ist vor 10 Minuten aufgegangen. Es wird langsam wieder wärmer. Der Waldkauz hat sich natürlich nicht nochmal gemeldet. Aber das war ja zu erwarten. Rehe habe ich vorhin noch mal gehört. Da sind vor einer halben Stunde sind hier zwei Jogger. Da hinten ist ein Weg. Da hinten. Circa 300 Meter. Die sind da lang gelaufen. Die hatten da ein Reh hochgeschreckt. Ja, ist schon schön hier. Ja, ich werde dann noch mal darüber gehen. Darüber. Man sieht es so ein bisschen. Da ist ein Biberbau. Ich werde mich allerdings nicht zu nah nähern. Ich will ja die Tiere nicht erschrecken. Und denk dran, mach das auch so. Erschreckt die Tiere nicht. Stört die Tiere nicht. Dann lieber kein Foto. Wir sehen uns dann da drüben. Bis gleich. Das ist ein wunderbares Habitat für Biber. Der Biberbau ist noch ungefähr 100 Meter weiter weg. Da werde ich jetzt auch nicht so nah rangehen. Ja, das Wasser ist auch noch gefroren. Das ist ein Biberdamm. Hat er ganze Arbeit geleistet, der Gute.
Oder die guten, das sind ja mehrere. Das habe ich schon mal gesehen, da habe ich schon mal 3 Biber gesehen. Das ist jetzt schon der dritte Damm. Da hinten habe ich gerade was gehört. Aber das könnte ein Reh sein. Hier in dem Dickicht verstecken sich auch gerne mal Rehe. Ja, die Biber fühlen sich hier echt wohl. Manche Sporen sind schon ein bisschen älter, aber es sind ein paar frische dabei. Direkt am Weg. Der vierte Damm. Und das sind bestimmt noch nicht alle. Da ist auch noch ein kleiner. Ja, da liegt auch ein frischer Ast. So, zurück im Auto. Jetzt erstmal wie gewohnt nach Hause. Kaffee trinken, mich aufwärmen und dann mal schauen, wo es mich heute im Laufe des Tages noch so hinführt. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Es ist immer wieder schön, die ersten Sonnenstrahlen am Morgen direkt in der freien Natur einzufangen. Das ist mir heute wieder mal gelungen. Ein paar Bilder konnte ich ja doch noch machen, auch wenn das jetzt nicht unbedingt ja, Tiere waren. Aber so ist das halt. Nicht immer halten sich die Tiere da auf, wo man es sich selber erwünscht. In der Naturfotografie oder gerade in der Tiernaturfotografie muss man halt die Tiere beobachten. Schauen, wo treten sie aus dem Wald oder aus dem Gebüsch aus, wo halten sie sich auf und wann halten sie sich da auf. Und da steckt halt ein bisschen Arbeit dahinter. Und da kann es schon mal sein, dass man eben mehrere Male ohne Bilder wieder nach Hause kommt. Und noch eins, stört die Tiere nicht. In Naturschutzgebieten haltet euch nur auf den Wegen auf, geht nicht von den Wegen runter. Das hat einen Grund. Die Tiere wollen nicht gestört werden. Die Tiere sollen nicht gestört werden. Oder wollt ihr, dass fremde Leute sich in eurem Schlafzimmer umschauen und dann noch Fotos machen? Natürlich nicht. Und die Tiere, die wollen das natürlich auch nicht. Also, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin.